Hi, hier sind wir wieder vom Bro Coaching und wollen euch heute mal eine kleine Infield-Aufnahme zeigen, die wir in Aix-en-Provence gedreht haben, einem kleinen, relativ verschlafenen Städtchen in Frankreich, was sich nachher als Mekka von Models entpuppt hat. Wir haben eine super Zeit gehabt und eine Filmaufnahme aus dieser Zeit könnt ihr jetzt sehen. Bro im Infield. Ein sehr, sehr schönes Mädchen, eine Französin, die auf so einer, einfach, das geht ja von dir so an und bist sofort verzaubert. Das war genau so. Ich merke halt, ich spreche sie an mit, est-ce que tu fumes? Ich spreche ein schreckliches Französisch, ich spreche es trotzdem. Einfach raus damit. Und dann gehen die meist aufs Englische, dann relativ schnell sage ich, hey, Bro from Germany, how you doing? Setz dich mit dir hin. Ich spiele so ein bisschen diesen Ausländerbonus. Der ist gut, im Ausland hat man den, sollte man auch durchaus mitnehmen. Rauch quasi mit ihr gemeinsam eine Zigarette, das ist ja immer ein schönes Ritual. Irgendwann, da haben wir schon ein bisschen Körperkontakt aufgebaut. Ja. Ich habe sie mehrmals berührt seitlich, habe schon mal ihre Hand genommen. Wir haben einen sehr starken Augenkontakt. Und wir unterhalten uns auch über Themen wie, dass sie einfach, wir reden über Gerüche, über Parfum. Ich rieche ihr Parfum, sie riecht mein Parfum. Das war einfach ein interessantes Gespräch, auch was sie auch bereichert hat und wo ich auch wirklich zugehört habe. Das ist nämlich eine der vielleicht besten Techniken, zuhören. Einfach mal wirklich aufnehmen, was andere Menschen sagen. Das ist manchmal Gar das nicht schon so das schlecht. Ding zum Erfolg, genau. Ja, die Naja. Frau schien auch sehr angetan von dir zu sein, muss man sagen. Also, wenn man es von Weitem gesehen hat, ich habe schon gedacht, das läuft sehr gut. Aber dann, als dann eine andere Person dazu kam, war ich dann nicht mehr so überzeugt, dass es gut für dich läuft. Ja, das sah zwischendurch ziemlich doof aus. Da kam dieser Typ rein und sagte zu ihr so quasi, irgendwie, hallo, also, ne, sagte so, sorry, but we have to go. Konnte er mit seinem französischen Akzent. Sie steht auf, geht. Und ich denke mir, fuck, wie komme ich da wieder raus? Der Typ sah unglaublich gut aus, Ja. also weit, weit besser als ich. Styler. Styler, naja, und dann kam die Situation, sie ging mit dem weg und ich dachte, verdammt, wie komme ich jetzt rein? Ich denke mir, egal, hinterher, das ist jetzt nicht verloren. Man kann auch manchmal, muss man auch kämpfen. Einfach um Situationen kämpfen und sich auf sich verlassen, dass man gut ist. Ich renne rein, habe noch keine Ahnung, was ich mache, sag, hey, but, well, is she cool? Seriously, is she cool? I mean, I have talked to that girl and I thought she's, well, she's cute and think she's interesting, like the things she did. I mean, you can have good talking to her. But is she cool? Und in dem Moment muss er natürlich sagen, ja klar, die ist cool. Das ist meine Freundin. Das heißt, ey, ich zwinge ihn quasi, ich baue das auf und zwinge ihn an der Stelle sozial zu sagen, ja, die ist cool. Ich nutze das, nehme das auf und directe sie nochmal. Er sagt, well, really, she's cool. Alright. Then I want to give you my number and I want to meet you again. So, well, get on your cell phone pretty quick, I have to go. Ich setze für mich selbst ein Zeitding. Ich muss weg. Ich will jetzt nicht an euren Hacken kleben. Ich sage ihr nochmal, ich finde dich toll. Hol mal, ich breche quasi das Ganze ein bisschen klein, sag, hol mal dein Handy raus. Ich gebe dir meine Nummer. Ich frage nicht nach ihrer Nummer. Ich habe es anzubieten. Also ich lasse ihr das zu. Sie will an der Stelle wird sie zu mir nicht sagen, nein. Ne, gerade in der Situation, wir haben nett gesprochen. Wie gesagt, sehr interessanter Typ aus Deutschland. Ich hatte ein sehr gutes Bild bei ihr aufgebaut. An der Stelle, sie muss sich vor ihrem Kollegen da, muss sie sich nicht fühlen wie eine Schlampe, sondern das ist eine Verführung mit aufrechtem Gang auch. Das ist, sie hat da auch Bock drauf, sie ne, nimmt das an, gibt mir natürlich dann auch ihre Nummer. Ich habe ihr das nur ermöglicht. Ich muss das leiden als Mann. Das sieht man da sehr gut. Man merkt, wie der Typ sich immer mehr abwendet und wie angepisst der im Endeffekt war. Ich war trotzdem noch cool zu ihm. Ich finde, man sollte immer fair zu allen Leuten sein. Ich meine, der hat die ganze Zeit. Also selbst wenn das der gute Freund war, der irgendwie insgeheim auf sie steht, der hat die ganze Zeit. Ich hatte halt auch mal eine gute Zeit mit ihr. Und ja, das wurde so eingefädelt. War im Endeffekt toll. Also ich habe die Zeit in Frankreich sehr genossen. Ja, es war sehr verrückt. Ich kann nur sagen, Respekt. War übrigens auch so ein Urlaubscoaching. Wir bieten ja auch Urlaube an. Und ja, wir coachen einfach im Ausland, wenn wir unterwegs sind. Es gibt eine Menge sehr hübsche Mädels. Man kommt zurück, hat eigentlich die Story seines Lebens ein bisschen erlebt. So war es jetzt zumindest mit den Leuten, die wir jetzt dabei hatten, die letzten Male.
Ja, man geht halt mit uns auf Urlaubstrip und wir haben halt auch Spaß. Also manchmal rasten wir halt einfach auch aus und machen lustige Partys und man kann dabei sein.